Einfach hingeschmissen. Moin Moin, da sind wir wieder. Eine Woche ist wieder rum. Wie war euer Wochenende? Was geht ab? Service hat mich aus seinem Haus rausgeschmissen. Noch nicht. Mit geflutet meine ich. Du siehst vom Weiten, siehst du, wo das Haus steht, weil die ganzen Lichter. Ja, damit die Einbrecher schön sehen. Ja, komm rein, hier gibt's was zu holen, komm rein. Das wäre eine hochmoderne Sicherheits... Guck mal, hier steht noch ein Gebäude. Ach, hier ist die Tür schon weg, wa? Aber guck mal, du lässt die ganzen Fässer und Wasserflaschen immer liegen. Warte, Batterie. Oh Bruder, er verballert einfach so viel Zeug. Hab ich nicht. Ich hab doch mein eigenes Zeug. Du darfst aber auch nicht vergessen, ich hab mein eigenes Zeug da auch alles reingeschmissen. Als ob du schon so viel Zeug gesammelt hast. Du bist die ganze Zeit am Bauen und am Bauen und am Bauen. Davor und am Bauen. War ich aber immer nur am Sammeln und am Sammeln und am Sammeln. Vor 4 Wochen habe ich ja nur gesammelt. Dann mach mal dir eine eigene Kiste. Sag ich doch, es ist besser, wenn du deine eigene Kiste hast. Ich hab doch, da, guck mal, ich hab nichts verbraucht. Du hast ja schon die Wände und alles. Nein, wir sollten ja echt eine eigene Kiste machen. Das läuft. Ja, weil ich hier einen Raubzug nach dem anderen starte, Leute. Ich doch auch. Wo denn? Ein Raubzug nach dem anderen, ich merk das so. Hier liegt der Masiana. So. Ne, die können ja da oben bleiben. So. Ja, warte. Also such dir auf jeden Fall nicht so einen Mitbewohner, der einfach deine Ressourcen verballert. Ich verballer nix, ich organisiere. Okay, also suchst du echt einen Mitbewohner, der nicht einfach verballert ohne Ende. Mach ich nicht. Ich bin ganz lieb. Und vor allem kein, der die ganze Zeit immer die Tür offen stehen lässt mit der Begründung. Habe ich nicht. Mit der Begründung. Ja, du bist bin ja noch zu nicht. Hause. Ich bin ja zu Hause. So, aber dass die Leute dann reinkommen, dir ihren Spaten über den Kopf ziehen und dich dann ficken. Und dann ich kann meine eigene Leiche hauen. Verschwende. Das wird nicht mitveranstandet. So, meine eigene Leiche ist weg. Ich glaube, die nur reingehen und sehen, ah, da ist einer drin, den lass mal in Ruhe. Was denkst du, wie oft ich schon Leute umgeknüppelt habe? Ich habe auch schon einen bei mir drin. Null. Ja, wir könnten ja. Guck mal, es gibt doch so viele Druiden mit Maschinengewehren und so, ne? Wir können jetzt gemeinsam hingehen und mit einem Hammer draufkloppen. Dann hast du Ressourcen ohne Ende. Ja, weil so viele Ressourcen haben die nicht. Und du kriegst auch kein Maschinengewehr von denen. Also von daher. Du kriegst ja auch von den Schraubenzieher. Druiden keinen Schraubenzieher, keinen Schraubenschlüssel. Das ist ein falscher Druckschluss, leider. Aber es macht nichts. Ich räume gleich 2 Hütten leer und freue mich meines Lebens. Also ich komme mit. Aber das X wird trotzdem noch markiert auf der Karte, obwohl ich. Ja. Die Leiche weggekloppt habe. Das ist sein letzter Todesort, der wird immer markiert. Das ist die ganze Zünfte, ich muss noch gleich mal aufpassen. Wenn wir die nächsten 4 Leute ausgeraubt haben. So, Material einsammeln, damit der Service nicht weint. Ja, du kannst dich aber immer nur die ganze Zeit alles verballern, auch wenn ich vorher gesammelt habe. Ich hab 3 Wochen lang vorher nur gesammelt. 3 Wochen vorher gesammelt. Mhm. 3 Wochen nur gesammelt. Wir sind noch gar nicht groß am Post. Mein Schwein ist Heuge. Na, Schwein? Oink mal in den Kommentaren. Oink, oink. Hier ist ein unfertiges Haus, aber nichts drin. Nur Fundament. Aber man merkt aber, dass hier halt noch nicht allzu viel. Also, es gibt's ja wirklich nicht viel zu sehen, ne? Doch, da
Eigentlich schon. So, wenn du dann noch hoch oben in die anderen Gebiete gehst, wie wir in den Anfängergebieten ja die ganze Zeit rumtümpelst. Aber du musst ja auch erstmal ein eigenes Haus und alles bauen. So, und hab ich wenn doch. Man die Masse ausgibt, ohne großartig was in dein Haus zu stecken, ist halt schwierig. Ich hab meine Fake-Hütte, damit wir nicht angegriffen werden. Ich bin ja gespannt, ne? Wann meine Steintür weg ist. Wie nah wir der Zerstörung waren. Ja, wahrscheinlich kann die jetzt erst bei uns einbrechen oder bei mir einbrechen, weil es da mehr zu holen gibt. Kommt man da irgendwie rein? Also Geld muss ich nochmal mitnehmen und direkt essen und dann guck ich mal, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ich bin noch nicht da, da. Kommst du mal bitte zu mir. Wo bist du denn? Ich weiß nicht, wann ich dich hier gleich mal brauche. Ich komme. Kann sein, dass ich dich gleich brauche. Ich sehe dich nicht mal auf dem... Hä? Hier, den Roboter nehmen wir noch mit. Bist du denn? Altmetallrohr, Bolzen... Theoretisch in die Richtung. Ach, da hinten, 300 Meter. Jetzt finde ich die Gauner nicht mehr. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Die waren doch hier. Die waren doch hier. Jetzt finde ich die nicht mehr. Ist doch da unten. Die haben sich ja so eine scheiß Hütte gebaut, dass man die echt nicht findet. Ja, aber das ist auch gut. Jetzt macht es euch hier Altmetall, damit der was nicht weint. Steine und Metallplatten sind gerade wichtig zum Upgraden. Metallplatten finde ich nie. Den Rest brauche ich nur für den Hammer zum Einbrechen. Ohne Einbruch haben wir auch keine Ressourcen mehr. Aber wie viel Leben hat denn so eine Außenwand eigentlich? 3000, deshalb will ich die auch upgraden. 3000? So ein Fundament hat 3000. Ha, ihr habt den Hühnerhütte gebaut zu dritt. Der kleine Hinterlade. Oha, zu dritt liegen die da. Ja, ja. Das ist hier Kirk 1, nochmal ein hier Kirk 1, Leuchtfeuer. Aber den kann ich kaputt klatschen, den ersten. Der heißt Mustermann, der hat ein bisschen Fleisch ab, der hat 100.000 Platten. Der hat die Pistole, der hat eine Spritze mit schwarzem Zeug drin. Der hat Energy-Pillen. Oder was ist das da rechts? Das hier, das sind Bohnen. Nee, da unter. Unter der Spritze. Ja. Gebackene Bohnen, cool. Ja, gebackene Bohnen, sag ich doch. Ja, dein Stream hat einen Delay, denk dran, ne? So, nö, hat er nicht. Junge, mein Stream hat keinen Delay. Nein, ich bin ja schon ein bisschen länger, ne? Oh ja, der hat doch so eine Separatron-Wache. Okay, schon mal zwei Waffen und noch ein bisschen Munition. Ich bin da. Ich dachte, ich brauche dich hier zum Ausrauben, Alter. Oha, wie viel hier? Ich bin voll. Alter, ich hab bin da noch reingeguckt. Lass mich erst mal reingucken. Da ist nur Essen drin gewesen. Essen. Ja, dann nimm das Essen schon mal mit. Das ich auch. Bin komplett voll schon. Ich habe noch meinen eigenen Scheiß dabei gehabt. Hier sind nur Wasserflaschen drinne. Hier sind Waffen drinne. Oh, was ist das da? Das kenn ich okay, nicht. Weißt du was? Diese Dinger kann ich ja hier lassen. Nehme ich mit. Ja, die haben irgendwelche goldenen Energiekerne. Die nehme ich mit. Ein paar Wasserflaschen lasse ich hier. Reaktoren nehme ich auf jeden Fall mit. Plasma- zwei Pilze lasse ich hier. Ich nicht. Warum haben die so viele Plasma? Ach, weil die Leute ausgeraubt haben. Deshalb wahrscheinlich. Ich muss das ganze Fressen mit. Wasserflaschen sind scheiße. Ja, Wasserflaschen habe ich da gerade reingelegt. Lauter Level 1 Perks von ihren Raubzügen da wahrscheinlich. Hier essen. Gebratene Pilze und sowas. Ich habe 3 Knochen von denen eingesteckt. Mit den Knochen haben die mich von angegriffen. Das kann ich noch stecken. Kann ich noch irgendwas stecken? Wie kann man denn Heal zum Beispiel upgraden? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie man Heal upgraden kann. Geh mal weg da mit deinem Fuß. Danke. Da sind nur... Ach, warum haben die Terrakerne so viele Knüppel dabei, Alter? Die haben übel Knüppel, Wasserflaschen. Eigentlich muss man das Zeug auf alles nehmen und weg. Alter, die hatten richtig, richtig schöne Sachen. Ich habe auch über 1000 Steine jetzt. Wo?
Die haben nur Müll hier, aber okay, du hast wahrscheinlich alles schon rausgesammelt. Ja, ich hab das meiste schon rausgesaugt. Dann pack das bei uns bitte rein. Hast du, oder hatten die auch Metallplatten dabei? Ja, 230. Okay, dann können wir unsere Wände upgraden. Gut, dann hat sich das ja zumindest mal gelohnt. Dann müssen wir ganz kurz zurückgehen zu unserem Haus. Ich hau denen hier gleich noch ein Loch hier rein, wobei hier wird nicht mehr drin sein. Da sind ein paar Betten drin und da geht's hoch. Was da oben ist, weiß ich nicht. Aber ich werde die jetzt noch kaputt klatschen. Einfach nur, weil die mich, wie gesagt, vorhin beim Wasserholen auch genervt haben. So viel zum Thema, wir schießen Leute weg, die Wasser holen wollen, Mustermann. Wie heißt der? Mustafa? Mustafanisch, ja, komm. Ich habe vorhin nur Wasser geholt, Alter. Und ihr Aua! Denkt, ihr seid Achso, nee, doch nicht. Mal weg, da. Ich dachte, du hast mich gerade gedutscht. Nee. Ey, hier liegen ja ein Koffer. Besitztümer. Ja, das ist, weil die tot sind und dann noch Zeug sind, aber. Aber ich kann halt nicht alles mitnehmen. Ach, guck, der hat Stealth Perk dabei gehabt. Sogar. Ey, der hat Klamotten dabei. Kann man die ausziehen? T-Shirt, Hose? Ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Ich zieh die Sachen an, dann habe ich wenigstens was an. Ich bin ja nackig gewesen. Ja, das halt ja. Zieh dir die Klamotten an, wie gut ist. Der hat ja noch eine Batterie. Die könnte ich auch noch fressen, ganz kurz mal. Ein Platz habe ich noch. Findest du noch irgendwas, was wichtig wäre zum Mitnehmen? Ich habe noch einen Platz. Ja, das Essen, ne? Ja, nimm so viel Essen mit, wie du kriegen kannst. Ja. Ein 16er Stack. Der hatte eine Stealth-Fertigkeit dabei. Warte mal, Stealth. Stealth ist doch besser wie diese scheiß Leuchtdrohne. Dann nimm die Leuchtdrohne, dann nehme ich Stealth mit. Was hat der noch? Der hat hier Mundschutz dabei und Heil. Mundschutz? Der hat Mundschutz, der hat Corona, der hat der wird nicht anfassen. Nicht der obere, der untere. Geh mal in den unteren. Ich weiß nicht, was der obere hat. Da komme ich gar nicht mehr ran an den oberen. Der hat ein X. Warum hat der ein X? Bist du an den oberen dran? Ich bin gerade nirgendwo dran. Warum komme ich an den oberen? Ich habe keine Ahnung. Eigentlich müsste man den Rest einfach zerschrotten und zerwichsen, Alter, weil diese Kackenkreis dämlich waren, aber ich kann es nicht einfach zerwichsen. Ich wüsste jetzt nicht wie. Oh, die haben auch viel Leben, 600, ne? Deshalb, ja. Oh, hier wäre auch noch eine Tür gewesen, ne? Ja, aber da ist, glaube ich, nichts, weil die haben oben, ja? Geh mal weg da. Da ist auch noch, da ist eine Kiste in der Ecke. Da ist eine Kiste. Wo? Da in der Ecke. Nicht, wo die Treppe ist. Doch, oder? Stell dich hier hin. Oben auf das Ding drauf? Ja. Wo ist da eine Kiste? In der Ecke. Nee, da sehe ich keine Kiste. Links in der Ecke. Und du musst unter die Treppe gucken. Ich sehe das fast hin, aber ja, komm. Doch, ich sehe die doch klar und deutlich. Ja, mir nichts zu tun kommen. Eine große sogar. Das Zeug schon mal Richtung Heimat, was du da hast. Wir können ja deren Werkzeug hier verballern. Deren Knüppel. Die haben doch hier so viel Knüppel. Nimm nicht die guten Hammer, nimm deren Knüppel. Nimm nicht deinen Hammer, nimm deren Knüppel. Die Knüppel, die ziehen zwei ab. Das braucht man ja 5 Jahre. Dann sind Ach so, ja, acht. Stimmt, hast recht. Egal, ich nehm Knüppel. Du kannst die Knüppel ja verballern, das ist ja kein Thema. Aber sind ja zwei extra Schaden, ne? Ja, lieber zwei wie gar nicht. Also, mehr fehlt das oder so. Und wenn ich das werfe? Also, unten haben wir auch noch eine Hütte. Guck mal, wenn ich. Den gar nicht, oder? Ja. Ich hab jetzt okay, die Kiste gesehen, aber dann vielleicht 1000 schon gesehen. Mach mal eben nix. Ich will mal gucken, was werfen Schaden macht. Oh, jetzt. 6. Nee, gar nicht. 6? Ja, aber dann ist auch direkt kaputt, die Waffe.
Ja, mach doch die Waffen von denen kaputt. Und dann haben die noch weniger. Mach ruhig alles kaputt, was du finden kannst. So. Weil, wie gesagt, die haben sich anders verdient. Die haben wehrlose Leute wurden einfach beim Wasserholen abgezogen. Und ich finde sowas echt krankreiches. Die ich hier alle ab einfach. So, ich muss aber zurück. Meine Hammer sind kaputt und ich muss das Zeug wegbringen. Wir brauchen definitiv vielleicht auch eine neue Kiste, glaube ich. Weil wir einfach zu viel haben sonst. Ich dachte, ich brauche dich zum Zeug wegschleppen. Also, ich glaube mir ja nicht. Ich habe 3 Waffen dabei oder sowas von denen. Sorry. Da kann ich morgen auf jeden Fall mit der Waffe rumrennen. Grizzly! Ja. Und gleich hinter mir wachen die auf. Weißt? Wichtig sind die Steine und die Halblatten. Bitte die auf jeden Fall definitiv in die Kiste, dann werde ich unsere Wände nämlich mal upgraden nochmal. Und dann gucke ich mal, was diese Geschütztürme kosten bald. Der Türrahmen hat aber auch Schaden. Naja, der Türrahmen hat aber 7000 bei uns, also alles gut. Naja, aber hier der Türrahmen hat ja schon 600 Damage. Von wem? Ja, von den Leuten hier. Echt? Also es waren noch Leute oder was? Also der Türrahmen hier hat auf jeden Fall schon 600 Damage. Von wem? Von denen, wo... Wo wir gerade drauf rumschlagen. Der innere Türrahmen von innen. Ich glaube, das war deren erstes Haus. Und dann haben sie einfach ein Haus dran gebatscht noch. Möglich, keine Ahnung. Wir gucken mal, was da noch drin ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch so viel drin ist. Ich habe schon irgendwelche Energiekerne, irgendwelche Gold von denen geklaut. Keine Ahnung, was ich die brauche. Aber ich meine, was ich habe, das hatte ich. Fuck, jetzt muss ich auch passen, dass ich nicht sterbe beim Runterklettern und Runterspringen. Wie gesagt, das Gefäß sind ganz recht. Armlose, wehrlose Leute abziehen, die einfach nur Wasser holen. Du hast den ganzen Server gelootet. Na und, ist doch egal, dann sollte mich nicht abziehen, wenn ich Wasser hole. Außerdem, nein, nicht den ganzen, nur unten das Easy-Gebiet. Ich brauche eine größere Gang, Alter. Ich brauche eine größere Räuberbande hier. Ich kann da nicht alleine losziehen. Ich brauche das ganze Inventar voller Hämmer und ihr zieht dann das Zeug ab von den Leuten und ich renne schon weiter zum nächsten Haus. Und pass auf. Stell dir echt vor, du rennst ja zu dritt rum, Alter. Zur Not jeder einen Revolver in der Hand, falls doch mal jemand kommt, der sich wehren will, weißt du, dass du den kaputt schießen kannst. Bist du schon wieder auf dem Weg runter? Nee, du bist immer noch da oben. Bruder, geh doch runter. Ich werf gerade die ganzen Schraubenschlüssel gegen die Tür. Ah, okay, nee, dann mach das. Ja, mach alles kaputt, genau, doch. Mach das. Da hab ich noch Spaß dran. Darf ich denen in die Wasserflaschen pissen? Ja, ja, mach. Wie gesagt, mach wie du für richtig hältst, Bruder. Mir ist das egal. Die haben mich so abgefuckt vorhin. Hier erstmal unsere Bohnen, unsere schön teuren Bohnen. Hier nochmal 10 Pilze. Und mit dem Rest muss ich jetzt hier in die andere Werkbank irgendwie packen. Wobei, nee, warte mal, die Waffen erstmal in die Waffenbank. Dann habe ich noch ein bisschen mehr Platz. Zack. Die Munition, da ist noch eine Waffe. wenn die sich einloggen, die denken auf, warum liegen die ganzen Schraubzwingen vor der Tür? Was sind denn Beschleuniger? Von Energiewaffe zur Beschleunigung der Energie. Ah, okay, Energiewaffen, also ist das Energiewaffe? Ein kleiner, aber stabiler Terra-Reaktor. Energiekern, ein geheimnisvoller Energiekern, bla bla bla. Batterie? Okay, nee, der Rest muss, glaube ich, in die andere Kiste. Ich weiß nicht, ob wir solche Batterien am Stein haben wir irgendwo gehabt, da? So. Oh, hier ist eine Landungskapsel direkt bei dem vor der Tür gelandet. Ja, na dann. Gönn ich mir auch noch alles mit. Wir brauchen gleich eine zweite Kiste hier noch, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir da alles reinbekommen. Ach, da sind die Batterien. Ich könnte ja einfach die ganzen Wasserflaschen noch rausholen und leer kippen. Nee, ach Quatsch, das ist dann zu viel Arbeit für nichts im Endeffekt. Die haben schon richtig jetzt in den sauren Apfel beißen müssen, haben den ganzen Tag gefahren, den ganzen Tag Leute weggeballert. Und dann kommt so ein Pisser, den sie weggeballert haben, der ja weiß, wo sie wohnen, und räumt sie einfach aus. Was ist das für eine Haut, Alter? Abgezogene Haut eines Tolan, die für die Herstellung von Rüstung verwendet werden. Oh, nice!
Irgendeine Haut, die für Rüstung verwendet wird. Aber mich hätte jetzt interessiert, ob der obere, na, die Steroide packe ich mal da in die Mitte irgendwo, ob der obere noch irgendwelche Rüstung gehabt hat, die wichtig gewesen wäre. So, ich muss erstmal was essen. Elchfleisch oder so. Okay. Ach, so lustig hier. Ich fand es gerade auch mega lustig, die auszunehmen. Vor allem, wie du den noch ins Wasser pinkeln willst, ist noch viel geiler gerade. Ich pinkel den ins Wasser, okay. Ja, haben wir kein Wasser mehr in dem Außentank drinne? Der war aus! Wir hatten den Außentank ausgemacht, welcher Hillbilly, Alter. Ich hab draußen nur ausgemacht. Ja, warum? Draußen ist der, der ja direkt voll geht. Ich wundere mich, warum meine Wasserflasche leer ist. Ach so. Ja, weil die da drinnen die ja alle noch an sind. Ich dachte, Ja, Energie aber die sparen. drinne, die dauern 50 Jahre, bis der mal voll ist. Der draußen geht instant voll. Vielleicht Energie brauchen die ja sparen. mehr Feuchtigkeit. Ach, Energie sparen, das ist bisschen Energie, Alter. Das Ding, der Generator läuft morgen auch noch, wenn ich online komme. Safe Call läuft der noch. Okay, meine Cam ist aber jetzt stabil, muss ich sagen. Die leckt nicht mehr hinterher. Ich. Kann das sein, dass sie gerade respawnen? Also, dass sie gerade. Deren Kissen sind verschwunden. Oh oh, raus da. Geh lieber raus. Nicht, dass die jetzt Aggro auf dich schieben, mein Freund, und dich gleich verprügeln. Oder die spawnen die Kisten einfach irgendwann. Kann sein, dass die despawnen oder sowas. Weil die haben auch noch eine Weil. obere Etage, ne? Ja, aber da ist nicht viel. Die obere Etage, da kommen wir ja gleich hin mit der Treppe. Und da draußen stehen ja nur diese Wasseraufbereiter und das lohnt sich nicht. Also die Wasseraufbereiter lohnen sich echt nicht. Ich glaube auch nicht, dass da noch eine Kiste ist. Ich habe jetzt keine gesehen. Ich spreche da jetzt trotzdem ein. Ich habe da keine gesehen, aber ist ja egal. Ich sehe da eine, dass du die nicht siehst. Aber da, ich kann mir nicht vorstellen, dass so viel, sonst wenn in den kleinen und in den großen Kisten da draußen schon so viel lag jetzt, kann ich mir nicht vorstellen, dass da noch irgendwie was von Belang ist. Ach Scheiße, jetzt habe ich das Wasser weggekippt. Ich wollte es trinken. Das ist mir auch schon zwei, dreimal passiert, so Wasser trinken. Nein, direkt weggekippt, scheiße. Du weißt du, wie oft dieser Mist passiert? Ach, Bist mich du auf dem stört Weg halt was, hierher dass ich wieder? beim oberen die Klamotten nicht gesehen habe. Ich habe gar nicht auf die Klamotten geachtet, bis auf dass ich dann kaputt gebrüht habe und auf einmal gesehen habe, das hat ja alles, der hat Schuhe, der hat Hemd, der hat Hose. So, Bist bei du den auf dem anderen beiden, Weg? dann habe ich da gar nicht drauf geachtet, was? Bist du auf dem Weg? Ja. Du hättest schon zurückgehen können. Aber ich will ja wissen, was da drin abgeht. Weil immerhin habe ich jetzt die Tür zugemacht, ja, ich hoffe. Ja, wird schon. Wie gesagt, wir brauchen definitiv die Steine und die Platten. Ich will das alles auf 7000 upgraden, auf die, ich will auch das Fundament auf 7000 direkt hochklatschen, damit die nicht sich einfach unter dem Fundament durchbuddeln und wobei ich nicht weiß, ob die hochspringen. Die dürfen ja halt nicht bauen können. Du konntest ja auch nicht bauen, obwohl du in meiner eigenen Gruppe sogar warst. Konntest du ja nicht bauen. Also, rein theoretisch dürften die ja nicht bauen können. Wie spät haben wir da? Vielleicht um Viertel vor sechs. sechs. Ja, muss ich gucken, wie lange ich dann jetzt noch mache. Hast du ein komplett leeres Inventar jetzt? Ja, nein. Ja, aber ich habe halt immer noch 8 Hämmer dabei. 10. Oder das sechs große Kids werde ich rausbekommen. Ich werde das halt großen Kist schon rausbekommen, genau. Ach, dafür haben wir noch Platz. Ja, wenn ich Pilze bei mir habe, dann stacken die sich ja, ne? Wollte den gerade fressen, du Arsch. Ich kann ja auch alles stacken, was wir da gleich finden. Hier, guck mal, den ganzen Müll vor der Tür an. Oh nein, ey. Wie viel Arme hast du dabei? Den. Lieber weg.
500. Ich habe aber auch 100 Leben, habe ich runtergekloppt. Du bist mit über 800 gegangen und mit 700 kamst du jetzt wieder. Mhm. Hm, ich war auch fleißig. Ja. Halbes Server geliebt. Ich schmeiß mal die Flasche hier hin und nimm hier eine neue Flasche. Die gehen morgen auf große Tour und sehen. Oh, die ganzen Tür sind hier. Hallo. Haben diesen Schritt, weißt du, wie schnell die das eigentlich machen könnten in den ganzen Häusern? Schmeißt du deine Hammer hier eigentlich auf heute oder reparierst du sie? Was? Gehst du mal weg, bitte? Aua! Das ist hier eine Kiste. Hä? Ich schwör dir, die hat man von hier aus gesehen. Dann war das ein Prank. Hab ich da extra die Hammer verballert? Oh mein Gott. Ist das dein scheiß fucking Ernst, dass die Tür offen ist? Ist das dein scheiß Ernst, dass die Tür offen ist? Die kannst du offen lassen, die scheiß Tür. So, wo gehst du jetzt hin? Dahin. Ups. Soll ich noch mitkommen? Ich hab ja quasi, ja, ich kann ja noch alles stacken. Ja, komm mal. Hast du noch einen Hammer für mich, damit ich auch catchen kann, falls mich ein Bär angreift? Nein. Den brauche ich. Ich hab meinen Schraubenschlüssel behalten sollen, wa? Ich meine, jetzt muss ich gucken hier rum. Ich dachte, du hättest bei deinem. Dass du da einfach runterspringst, ist aber mutig. Leben verloren. Brauchst du eine Spritze? Ja, ne. Ich hab die zwei Spritzen noch nicht ausgepackt. Ich weiß nicht, was die Spritzen gut sind, wenn du Antibiotika schreibst. Zum Heilen. Also eine Spritze halt 40 Leben. Ihr habt ja Unkraut im Haus, Leute. Deshalb nie unten bauen, deshalb immer mit Fundament bauen. Das ist die nächste Tür. Hier muss ich nicht holen. Also laut Betten würde ich sagen, da sind drei Leute drin. Da waren noch drei Leute drin. Die habe ich aber alle schon gefickt. Ja, aber ich sehe die Leute doch da drin und die ganzen Kisten sehe ich. Dann sind die da drin gerade gespawnt. Sind die da? Ja, das sind die da gerespawnt gerade. Ja, mach mal auf die Tür da. Mach ich. Aber ich verstehe nicht, warum ich da eine Kiste durch die Scheibe gesehen habe. Dann muss das ja ein Fehler gewesen sein. Ich hab da keine gesehen. Da war eine, ich hab's doch. Außentür war offen, also du hättest einfach diese scheiß Außentür aufmachen können. Guck doch das nächste Mal. Das bist du für ein Verbrecher, Alter. Das bist du für ein Ganove. Daneben steht ja gleich noch ein Haus, Alter, von irgendeinem Einbrecher. Alter, vor allem da ist eine Tür, die hat 12.000 Leben und du kommst von hinten, weißt? Ja, ja, hallo, bin ich bescheuert? Ich hab gesehen, dass die halt hinten liegen. Hier war ja eine Tür drin. Nee, hier war keine Tür drin. Ich dachte mir nur so schön von hinten so und klar. Hast du die Wand hier weggemacht oder haben sie die offen gelassen? Die Wand hab ich weggemacht. Die lagen ja erst hier, die haben erst hier hinten gepennt, haben die erst. Deshalb verwundere ich mich gerade nicht, dass die da drin jetzt liegen und oben Bett haben. Scheiße, ich krieg die nicht auf, wir müssen nochmal kommen. Oh, erzähl mir nix. Die andere Tür hat zu viel gefressen. Ja, die unnötig war. Hab ich doch aber gesagt. Die haben da so viele Kisten vorne liegen. Warum sollten die noch eine separate Kiste da hinten haben? Ich hab da eine gesehen. Nein, nein, nein. Okay, alle kaputt. Nee, wir müssen zurück. Klingt alles nicht. Egal. Hier ist halt noch ein Haus, ne? Direkt nebenan.
So. Wir können es ja auf den schieben. Wir können ja sagen, der hat die ausgerobert. Vielleicht sind da auch Kisten drin. Ja, möglich. Wir gucken gleich mal. Also bis 7.30 Uhr habe ich Zeit ungefähr. Dann muss ich langsam los. Also ich habe bis... Ich habe bis 15.30 Uhr Zeit, aber wie viele Wochen soll ich denn das Spiel hier rausbringen? Ja, jetzt. Wir sind jetzt schon in der vierten Woche. Seit einem Monat läuft's. Jetzt lauf. Ich laufe. Mein Gott. Hä? Was? Jetzt lauf einfach zum Haus, pack das Zeug rein. Ich lauf dir nach. Naja, lauf. Ich lauf. Essen, trinken nicht vergessen. Guck mal, ich hab dich sogar eingeholt. Du warst 42 Meter weg. Weil ich nebenbei gegessen hab aus dem Inventar heraus. Ich kann auch trinken und fressen. Ich greife einen Bär an. Dann mach das. Der Bär hat mir doch Latte, Alter. So, die rauben wir auf jeden Fall nach außen. Danach weiß ich nicht mehr, wo noch Gebäude stehen oder wo noch was ist. Und dann wird es doch langsam Zeit aufzuhören, auszurauben. Oh fuck, leck. Überall stehen wir hier. Ey, ich hab 372 Grad. Ach nee, ich hab 37,2 Grad. Warum hab ich 37,2 Grad? Warum frost ich denn jetzt, hä? Du, dann hast du was Heißes gegessen oder so. Du hast Hitzeschlag. Ich bin schon ewig lange im Inventar. Vor allem, ich habe einmal Frost und einmal habe ich Wärme. Soll ich direkt ja, weil du unterkühlt, du bist unterkühlt, hast aber einen Hitzeschlag. Hä? Wie soll denn das funktionieren? Ja, weil du was gefressen hast. Dein Magen hat einen Hitzeschlag. Achso, weil ich was Warmes gegessen habe und was Kaltes getrunken. Ja? Ja. Macht gar keinen Sinn. Was ist denn für eine Hütte? Ach, das ist doch unser Freund hier. Das ist doch der Erste, den ich schon zweimal geschlachtet hatte. Ist die Tür wieder zu? Nö. Das war unser erster Freund. Hat er noch was hier? Nö. Den hatte ich noch komplett leer gemacht. Nur raus ja nicht, dass der jetzt wieder nach Hause kommt. Sind wir jetzt alleine auf dem Server? Das weiß ich nicht, wer noch alles online ist. Auf jeden Fall hier in dem Gebiet habe ich jetzt keinen Gegner mehr gesehen. Keinen Typen. Die da habe ich auch schon aufgemacht, da drüben. Die da. Junge, Einbrecher mit so einer Funzel ist nicht cool. Mach die Funzel aus, für einen Einbrecher. Ich sehe sonst nichts. Ich sehe sonst nicht, Alter. Wir sind Einbrecher. Diese Lichter da hinten, Alter. Ja, jetzt weiß ich aber auch, wo wir wohnen. Ja. Da wohnen wir. Das ist einfach eine übelste Festung, Alter. Komm rein hier. Wir müssen die Kisten unbedingt nach oben hucken. Wir müssen hier oben so noch eine Tür reinmachen dann so. Und hier müssen ja. Wir dann definitiv auch noch... Dass sie mehrere Türen kaputt machen müssen, um überhaupt irgendwie an Kisten zu kommen, ne? Ja, oder hier unten direkt noch eine Tür rein oder keine Ahnung. Mal die Wasserspender nach oben packen und hier einfach noch eine Tür oder whatever. Oh, ich hab den Rest aus dem weggekippt. Ja, pack mal alles, was da hast, in die Kisten rein. Ich muss mal ganz kurz das Altmetall rausnehmen und die Stangen. Haben wir nur noch so wenig Altmetall und Stangen? Haben wir echt sonst kein Altmetall mehr? Doch, hier, guck mal. Bam! Okay. Bam! Ich repariere erst mal und dann gucke ich mal, wie viel Altmetall wir noch haben. Das Spiel hat aber auch echt Probleme. Was ist das denn? Abgezogene Haut eines Talons? Ja, das hatten die auch dabei. Keine Ahnung, Alter. Die hatten echt alles dabei. Also, Altmetall. Da brauche ich. Nice, Altmetall. Ja, du brauchst halt Altmetall, um einzubrechen, ne? Und wenn du dann keins mehr hast, ist scheiße. Ist auch so, ja? Ja, aber es hat sich ja gelohnt. Guck mal, wie viel Altmetall wir jetzt wieder haben und alles andere vor allem.
Die Altmetall kannst du wieder haben. Die restlichen Stangen kannst du wieder haben. Die Dinge, okay, wir brauchen, kannst du den Metallplatten und Steine mal reinpacken? So, warte mal, ich nehme mal die Steine und die Metallplatten kurz raus, ja, 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 hast du noch Metallplatten? Ja, die brauche ich, genau, danke. Dann kann ich nämlich F3 drücken und upgraden. Und zwar die Wand, die Wand. Die Wand. So, jetzt haben wir schon mal die Wände komplett außen abgegradet. Boden, Boden. Boden, Boden. Okay, durch den Boden kommen sie nicht durch, aber ich habe ein Problem. Ich kann den Boden dann nicht upgraden. So. Reparieren wir hier, ne? Jetzt und... Okay, wir haben doch kein Problem. Ich könnte den Boden von außen upgraden. Okay, also die Außenwände sind jetzt einmal abgegradet. Jetzt müssen wir die oberen Wände noch upgraden. So, rohes Fleisch. Ja, es fehlt immer noch so viel. Das Steine haben wir noch Platz für einen neuen. Aber Metallplatten sind schon wieder ausgegangen. Ja, was? Da waren 500 Metallplatten drin. Ja, das kostet so viel. Ich sag ja, wir brauchen so viel zum Upgraden. Das kostet so viel, wenn die uns die scheiß Bude einreißen, deswegen. Da habe ich doch vorhin so rumgewettert und rumgeflucht, dass wir Zeug brauchen. Und du bastelst dir da eben zurecht von unnötigen Sachen. Ja, aber dafür haben wir doch jetzt auch richtig viel gesammelt, ne? Ja, natürlich. Aber auch nur, weil ich hier rumrenne und ein Haus nach dem anderen kaputt spreche. Ja, ja. So, ein Hammer habe ich noch nicht wieder eingesammelt. Ein Hammer ist noch in der Maschine drin. Hä? Nee, ein Hammer ist weg. Ja, ein Hammer habe ich genommen, damit ich einen Hammer habe. Ja, ich hatte da aber gerade noch 10 im Inventar, das hat mir doch keiner aus dem Inventar geklaut. Achso, nee, das nicht. Ja, jetzt habe ich wieder 10. Den einen genommen, der hier noch hinten im Fundament-Dings lag. Mischung, du hast ja mehr zusammengemischt. Schick die wieder raus, aber die müssen wir deaktivieren hier draußen. So. Die ist auch fällig. So wie hier ist das Schloss, hier müsst ihr einbrechen, Leute. Wir haben ja Lichter überall installiert. Wie viel Leben hat jetzt unsere Tür? 7000 nur. 7000. Kannst du die nicht stärker machen? Kann ich nicht upgraden, noch nicht. Warte mal. 12000 brauchen wir. Ja, dann mach die doch mal zu, Bruder. Ja, kann ich nicht. Außerdem musst du die an der Werkbank herstellen. 12000 brauchen wir. Außerdem sollte man vielleicht erstmal ringsrum alles auf 7000 upgraden. Er spielt an der Tür rum, während er mich fragt, ob ich sie upgraden kann, Alter. Upgrade die mal ab, upgrade die mal ab. Du spielst dran rum. Und es bringt doch nichts, eine 12000er Tür zu haben, wenn du ein Dachgeschoss hast, wo die Räuberleiter spielen und mit 2000 locker durchkommen. Wir brauchen gleich noch Geschütztürme. Da weiß ich aber nicht, was wir für brauchen für Geschütztürme. Wir können uns Geschütztürme in die Wohnung stellen und außen an die Wohnung ranstellen. Terrasand. Da weiß ich aber, wie gesagt, wirklich nicht, was wir brauchen. Du kannst aus diesem Terra-Zeug aber ein bisschen Sand herstellen schon mal oder so, weil so viel Terra-Zeug, was wir da haben. Hm? Oder du kannst mit dem Fuchs, was die anderen in die Rolle haben. Oh, ich habe aus Versehen. Das nee, doch nicht. Was? Nee, schon gut. Ich dachte, ich habe gerade Scheiße gebaut. Habe ich nicht. Naja, du hast doch schon Scheiße gebaut. Du willst mir bestimmt nur nicht sagen. Aber liegt da irgendwo ein Hammer in der Hütte auf dem Boden? Habe ich vielleicht irgendwo einen Hammer getroffen aus Versehen in der Hütte? Mal außen. Boah, Terrasand braucht ja 100 Jahre, ey. Na gut, dass du welchen herstellst. Brauchen wir.
Ich weiß nicht, ob wir den brauchen oder nicht, aber bestimmt. Also, früher oder später werden wir Terrasand brauchen. Das Geile ist, die Leute, die sich eine Siegesserie aufgebaut haben jetzt, habe ich alle kaputt geprügelt. Die haben bestimmt auch schon ihre 5-6 Tage da überlebt, weißt du, so, haben alle, haben jeden weggeschossen, den sie finden können, zu dritt. Und dann kommen wir einfach, das war's, und tschüss. Weißt du, was ich morgen Abend mache? Wenn ich einbreche und das Zeug rausklauen. Beschleuniger. Scheiße, ich hab vergessen zu essen und zu trinken, bevor ich los bin. Fuck. Jetzt muss ich aufpassen. Ein paar Pilze sammeln oder so, ist unterwegs. Dreckbär, Alter. Belästigungsbär. Also ich habe bis jetzt 16 Stunden überlebt. Ich muss gleich mal gucken. 5 Tage, 9 Stunden. Also ich leg mich nachher schlafen und gewisse Leute rauben mich dann einfach aus, wenn ich schlafe. Gewisse Hoppelhasen. Ich habe gar nichts gemacht. Ich hab's für dich, wenn ich nachher penne und ich morgen wieder reinkomme und dann Null steht. Dann war's. Dann weiß ich, wer mich im Schlaf gekillt hat. Und wann ist kriminelle Hoppelhasen? Was? Ich kann ja gar nicht zum Glück direkt trinken. So, mal gucken, was jetzt passiert. Einer? Ich kann ja direkt draus trinken, aber hä? Ich wollte doch trinken. Ein Terrasandkonzentrat. Sammeln, ja. Wasser. Jetzt hab ich doch Wasser. Ja, das Blöde ist, Leute, wenn ihr euch so nah am Wasser baut, ihr habt doch mal Wasservorräte, aber dann kommt so eine blöden Hillbillies um die Ecke. Und hauen euch einfach eure Hütte kaputt. Okay, 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 okay. Was brauche ich denn noch? Ich habe noch den Hammer bei den Leuten gesehen. Die haben alle noch die Schraubenschlüssel. Ja, und mit so einem Schraubenschlüssel eine Tür kaputt machen, dauert ja. Vielleicht haben die das mit dem Hammer wirklich noch nicht gerafft. Mit dem Hammer so extrem schnell und gut geht. Ich konnte jetzt in einer Nacht gefühlt den halben Server ausrauben. Lederschnur und Linden. Lederschnur. Lederschnur. Und Linden. Morgen wird das schon nicht mehr gehen, weil so morgen alle. Ach hier, das ist die Doppeltür. Da vorne ist diese arschteure grüne Tür. Ach, hier schläft nur noch einer drinne, der Chef wahrscheinlich von den Monkey D. Wicks. Aber Monkey D. Wicks hat nichts mehr. Tierhaut? Tut mir leid, Monkey D. Wicks, aber du bist jetzt Geschichte. Mein Hammer macht aus dir Kartoffelmöhren frei. Oh ne, das könnt ihr behalten, also die Bandagen nehme ich mit. Terraformer Client ist eigentlich egal. Leuchtdinge. Was will ich damit? Ach, hier sind ein paar Nahrungsmittel. Oh, was haben die denn für Nahrungsmittel? Kaktusfeigen? Irgendwelche Blätter hier? Oh, Pilze ohne Ende. Oh, die armen Schweine haben übel Fressen gesammelt. Also, bist du schon wieder irgendwo eingebrochen? Wir haben 100.000 Werkzeuge, die sind nicht verschrotten. Warum hat man so viele Grilldinger und Wasserflaschen und alles hier? Verschmutztes Wasser. Warum haben die verschmutztes Wasser? Das macht doch gar keinen Sinn. Natürlich bin ich ein. Mal gucken, wo du dich rumtreibst. Da in der Hütte, wo. Stein.
Ach so, wo wir jetzt eben gerade waren, ne? Ja. Oh, die haben Terra-Konzentrat. Und die haben Terra-Sand. Kann ich gleich mal testen, ob das das Konzentrat ist, das hier brauchen? Also ja, Terra-Sand brauche ich auf jeden Fall. Terra-Sand dauert richtig lange. Man kriegt pro halbe Minute ein Terra-Sand. Das heißt, wenn du 100 Terra-Sand haben willst, brauchst du 50 Minuten, also eine Stunde. Echtzeit. Mhm. Also ich könnte dich ja definitiv nochmal... Also noch. Soll ich ein paar Hammer bauen? Nee, kein Hammer. Ich brauche dich ja nur zum Ausräubern. Ja, aber vielleicht brauchst du ein paar Hammer für weitere Ausräuberer. Nee, hier, ich habe Monkey die Wicks getötet. In die Hütte muss ich auf jeden Fall nochmal und wir gucken mal hier ins Hexagon, was er sich hier gebaut hat. Von Chef. Und guck mal, was Chef noch bunkert. Also alles gut. Wir gucken jetzt einfach, was Chef noch bunkert. Also muss ich eh noch mal herkommen mit meinen 8 Hämmern. Aber ey, was die jetzt da drin haben noch, das ist nice. Also komm noch mal ruhig den Rest, sagt auch noch raus. Okay, warte, bleib mal eben da stehen, dann markiere ich mal eben. Das ist direkt da am See, also kannst du gar nicht. Ja, ich markiere die Stelle mal eben. Ich kann direkt gucken, ob das diese Terra-Scheiß, den wir brauchen, um abzukreuen für die Tür und für die Wände und sowas. Das wird dieses Terra-Zeug sein, weil die hatten ja schon so eine grüne Tür, ne? Also meinst du wegen den Kugeln, dass du Terra-Konzentrat brauchst? Ja, ich brauche bestimmt diese Kugeln. Weil, wie gesagt, die hatten auch dieses Konzentrat und die hatten auch, die haben ja schon so eine grüne Tür gehabt. Mhm. Weiß gar nicht, ob die anderen schon so eine Kugeln hatten. Ich glaube ein paar, oder? Soll ich Hammer mitbringen, bevor ich hier weggehe? Nee, bring gar nichts mit. Nimm dein Inventar, komm her. Räuber die hier aus. Ich muss irgendwas essen, aber ich voll Idiot, die hatten so viele Pilze. Ich fresse jetzt einfach ein paar Pilze. Das tut mir jetzt leid, ich habe jetzt 10 Pilze gefressen oder so von denen. Ich bring Essen mit, falls du Essen brauchst. Nee, bring gar nichts mit. Bring leeres Inventar mit. Alles gut. Ich räume jetzt hier noch Chef aus, aber Chef hat halt noch 1000 auf seiner Tür. Die muss ich gleich wegplatzen. Soll ich ein Auto mitbringen? Nee. Dann machen wir Kofferraum auf und laden da alles rein. Ja. Ist auch was, oder? Hat auch schon was verloren. Ey, die Wand hier daneben hat auch schon was verloren. Hä? Hab ich vorhin aus Versehen dann die Wand eingerissen? Oder wollte die Wand? Warum hat die nicht? Ja, sag ich doch. Bei der einen Wand. Kann das sein, dass du Flächendamage machst mit dem Hammer? Nee, eigentlich nicht. Entweder habe ich vorhin nebenbei noch auf die andere Wand mit eingehauen, oder ich habe keine Ahnung. Weil, wie gesagt, die eine Tür, die wir unnötig kaputt gemacht haben, weil ja die Außentür auf war und da drin sowieso nichts gab. Da war der Türrahmen auch schon zu 600 Punkten gedamaged. Kann sein, dass der dann halt so ein bisschen ausholt oder sowas. Ach, kann ich ja hier nochmal aus dem Teich, danke. Du musst aus Rache mal ein komplettes Haus einfach mal komplett niederreißen. Ja, aber das lohnt sich nicht, weil 20 Steine und dann haben sie wieder eine Wand mehr, weißt? Ja, das lohnt sich definitiv nicht. Also, aber wäre einfach lustig, so wenn... lustig, wie es ist, ja, ich hätte dann das Haus von diesen komischen 3 Leuten genommen, die mich weggeschossen haben. Stell mal vor, du bist jetzt auf dem Weg nach Hause, ne? Zum Strand. Und siehst, dass da nichts mehr steht. Boah. Jede einzelne Kiste, alles einfach zerhämmert. Eigentlich müsste man das ganz schlau machen, nur schlauer wie die anderen auf jeden Fall machen. Das mache ich nachher aber. Oh ja, das mache ich nachher. Ich habe noch eine super geile Idee, wie die nicht unser Zeug finden oder wie die nicht an unser Zeug rankommen. Wie? Was? 50 Etagen hochbauen. Mm-mm.
Ganz easy. Erzähl. Ich weiß nicht, ob mein Fundament dafür ausreicht. Doch, mein Fundament müsste dafür ausreichen. Ich nehme nachher einfach eine Fundamentplatte von unten weg. Dann gucke, dass wir so eine Art Keller bauen und oben drauf bauen wir einfach so eine Platte mit Geräten drauf. Warum haben sie 1 Million Fässer und 1 Million Schraubzwingen? Wer? Ja, die Leute hier. Haben die Fässer? Ich weiß nicht, ob die Fässer haben. Ja, diese Grillfässer. Ach so, ja, keine Ahnung warum. Das ist Quatsch. Aber hinten in der einen Kiste ist halt noch lauter Tücher und sowas drin, was wir ja für Verbände und so brauchen. Und andere komische Wichstücher und so, keine Ahnung. Da hinten war auf jeden Fall noch ein bisschen Rohstoff drin. Und wenn du möchtest, kannst du von Chef die Tür schon nochmal kaputt hauen mit deinem Hammer. Was soll ich kaputt hauen? Daneben an steht dann noch ein Haus von Chef, das Kleine, da habe ich schon auf die Tür eingehämmert. Wie so ein die Tag. Haben die so eine Doppelschleusetür gemacht, wa? Ja, wow. Draußen diese dicke scheiß Stahltür. Ja, und selbst wenn du da durchkommst, kommst du denn ja nochmal durch diese Steintür, musst du nochmal. Da hab ich echt gedacht, so, da bauen wir morgen noch so eine dicke 12.000er Tür rein. Nichts brauchen wir da morgen noch so eine dicke 12.000er Tür rein. Bringst du Hammer mit? Willst du hier rein etwa? Ich will mit der Chef rein, ja. Ja, dann hätte ich doch Hammer mitbringen sollen. Ist doch egal, ich will mit der Chef rein. Ich dachte, du hast einen Hammer mal mit. Ja, ja, den habe ich jetzt mit, habe raufgehauen, jetzt ist er kaputt. Ist egal, ich bin gleich wieder da. So, ich muss erstmal. Nee, warte mal, ich wollte das ja testen. F3. Upgraden? Ja, das sind diese Kugeln, die wir brauchen zum Upgraden. Ja. Ich werf jetzt alles Schraubzwingen dagegen. Alter, das kostet so viel Altmetall. Aber zwei Dinge haben wir schon abgegradet. Nur die Tür halt noch nicht. Die Tür müssen wir halt noch upgraden. Tier 3 Wand. Tier 3 Door Frame. Metall. Tür. Okay, wir brauchen viele von diesen Kugeln. Wie kann man die herstellen, diese Kugeln? Kann man die herstellen? Ja, mit diesem Plasmagenerator, aber die Kugeln brauchen also ein Stück pro 3 Minuten. Also 3 Minuten eine Kugel. Was stellst du denn hier her? Du stellst Sand her. Ja. Da. Kann ich das irgendwie ab? Nein, wenn du hochgehst, die Energie muss so bleiben. Hallo, wir brauchen Sand. Für was brauchen wir denn Sand? Ja, die hatten doch aber auch Sand. Ja, okay. Dann musst du ausmachen, ja? Dann musst du die Energie hochmachen auf 100. Auf 100. Ja, und dann kann ich Kugeln herstellen. Und dann wieder anmachen. Jetzt wieder anmachen. Und jetzt stelle ich Kugeln her. Ja, jetzt stellst du Kugeln, ja. Aber das dauert halt, guck mal, 0,4 pro Minute. Ja, es ist egal, wir brauchen definitiv die Kugeln, um die Außenwände auf Tier 3 abzufragen, weil 12.000 kommen die nicht durch. Und ja. Ich weiß nicht mehr, was du den Sand brauchst, aber hier, ich habe dir hier Sand reingeschmissen, du hast über 50 Sand, ich habe keine Ahnung, was du damit schon wieder machen willst, oder was du damit bezweckst, aber es kann nichts Gutes sein. Kann nichts Gutes sein? Ich befeuere hier, warte mal, teilen. 25 davon, befeuern wir den Ofen und zack, sind wir wieder auf 8000 Energie oben. Ja, was passiert denn mit überschüssiger Terrasit, wenn man zu viel reinpackt? Verschwindet einfach. Wir brauchen eine andere Kiste hier. Ich habe hier zu viel Scheiße. Tierhaut, brauchen wir so viel Tierhaut? Ja, brauchen wir. Wir müssen definitiv noch eine Kiste anfertigen. Hier noch weitere Bohnen, hier irgendwelche komischen Gemüsesorten, die keiner kennt. Da sind noch Pilze, da sind noch Pilze, da ist noch rohes Fleisch, da sind noch mehr Bohnen. Hey! Was? Du kannst noch 10 Bohnen stacken, okay. Was ist das denn hier? Ach nee, das ist von der Kiste. Pack das rohe Fleisch weiter nach rechts oder so. Nee, unten passt da, zack. Ansonsten, keine Ahnung. Oh, Eisen! Oh, Eisen brauchen wir auch. Wir haben aber keinen Platz.
Pack das in die verschiedene Kiste. Warum habe ich so einen Terraformer mitgenommen? Damit sie ein weniger haben. Ich habe auch noch so viel Steine jetzt. Warte mal, das Fell. So. Das brauche ich ganz kurz mal und das brauche ich auch. Wir brauchen richtig viel Altmetall jetzt. Wenn wir die Wände wirklich auf Tier 3 ziehen wollen, brauchen wir richtig viel davon. Ja, aber wo kriegt man das denn alles her? Ja, das sollst du ja auch farmen eigentlich und nicht innerhalb von einem Tag dich reich looten bei den Leuten. Also im Normalfall, glaube ich. Oha, die Folge ist ja schon wieder rum. Sind schon wieder 55 Minuten um. Ja, das ist schön. Loot dich reich oder was spielen wir hier? Wenn die uns klauen, also die kriegen gar nicht alles weg. Über Nacht so ein übelstes Ding. Da, ja, wer hat dann so alles geklaut? Über Nacht steht da ein Schloss, aber wer hat alles geklaut? Wer hat alles entwendet? Ich weiß es nicht. Wäre das nicht eigentlich schlauer gewesen, einfach nur unten so ein kleines Häuschen zu bauen, so ein ganz kleines nur, und dann eine Treppe hoch und oben dann die Riesenfestung? Ja, ja. Dann müsstest du unten nämlich nur ein paar Wände verstärken. Ich weiß nicht, ob die bauen können. Ich könnte beim Nachbar auch bauen. Das ist ja das Problem, was ich habe. Ich will auch erstmal unten jetzt diese 4-3 Wände hinziehen. Deshalb will ich ja so viel wie möglich von diesen Dingern bauen da. Von diesen runden Kreisdingern. Wie heißen die Terrabälle da? Damit wir 4-3 Wände unten haben, damit die uns die unteren Wände nicht einreißen können. Deshalb will ich ja Tier 3 Wände jetzt da hinsetzen. Aber er braucht mal Bälle ohne Ende, ne? Ja, oder mehrere Plasma-Dinger hinballern. Ja, ich hab grad die. Ich baue mal noch so ein Plasma-Ding. Plasma-Bank. Nee, nicht Plasma. Nee, mal. Wie heißen die? Nein, Repeater. Du bist auch noch ein Repeater, Alter. Ach, einen Repeater wollte ich ja noch bauen. Schmiede. Genau, meine ich ja. Habe ich doch gemeint. Hörst du mir nicht zu? Pickelschmiede, da braucht man. Scheiße. Zahnräder und Stromkabel. Aber Altmetall braucht man dafür halt auch. Das ist halt scheiße. Normalerweise müssen wir zu den ganzen Druiden und da looten und farmen. Müssen wir, weil irgendwann kann man nicht mehr anders. Weil, was hatte ich gesagt? Nicht Plasma, sondern. Partikel, danke. So, da bauen wir jetzt noch eins. Das restliche Altmetall brauche ich für Waffen und sämtlichen anderen Schnickschnack. Oh! Ich habe gerade gesehen, wir konnten noch einmal stacken sogar, ne? Was konnten wir? Wir konnten das sogar noch einmal stacken. Wir haben noch 700 Altmetall. Das heißt, unten rum kann man vielleicht noch Tier 3 bauen. Ich muss nur gucken, wo man die Tür bauen kann. Aber ich glaube, die Tür kann man hier bauen. Türmetallgitter. Super irgendwas Door. Hä? Das ist aber doch nicht die Tür, oder? Ist das diese grüne Tür, die gebaut haben? Das kannst du mit 50 Steinen und ein paar Stahlrohren bauen? Ja, hab ich doch gesagt. Von Anfang an gesagt. Dann bauen wir die gleich auch noch. Ja, aber du hast doch schon. Die Wände drumherum machen. Aber du hast doch schon so viele Materialien jetzt in die Tür verballert, oder nicht? Nee, die Tür habe ich ja vorher schon gebaut. Also die Tür war ja auch noch hier gebaut. Die Tür, warte. Den Türrahmen, den müssen wir in den Deck machen. Der Türrahmen bleibt ja. Wir müssen nachher auch. Wir brauchen noch Altmetall für einen Geschützturm. Okay, bevor wir das ganze Altmetall nachher verballern, bauen wir uns erstmal 2-3 Geschütztürme nachher rein. Wenn die einbrechen, dass die richtig Rambazamba bekommen. Tür da, Metalltür. Da habe ich auch noch 50 Steine und 3 Metallrohre gebraucht für die Metalltür. Ja, dann ist sie ja genauso eigentlich. Rein theoretisch genauso, aber die ist halt rar, ne? Rare.
Ja, aber die andere ist halt dann schon selten und das ist ja viel, viel wichtiger. Ja? Bist du ja vor der Tür? Jetzt sieht hier auch alles so grün aus. Ja, nicht viel, aber hier vorne die Wand und hier die Türrahmen. Und mehr könnte ich noch nicht. Das andere ist noch Metallwände. Oben müssen wir erstmal auf 2 upgraden und dann können wir hier das hier auch noch alles auf 3 upgraden. Ja, vor allem wir mit dem Wunder auch auf 3 upgraden. Stick, aber. Ich hab den gerade nicht hinstellen können, den zweiten Partikel-Dings, die zweite Partikelschmiede. Ja, jetzt steht die doch. Ja, jetzt? Hä, wie mache ich das? Achso, ich muss oben Dings reinpacken. Hier 1000 von denen hier. Ja, hab ich schon. Du hast schon 1000 reingepackt? Wo hast du das 1000 Zeug her? Ja, von den Leuten eben gelootet. Da war noch so viel Zeug drin. Ja. Hast du noch Metallplatten? Ne, jetzt habe ich alles reingeschmissen. Metallplatten keine? Okay. Nope. Ja, hier. Ja, mal. Doch, diese 15, die ich da reingepackt habe. Ja, deshalb. Ich frage ja nur, noch welche hat. Weil für oben brauchen wir halt noch Metallplatten und für unten brauchen wir halt. Bruder. Mach nicht diesen mit der Tür. Alter, nicht die ganzen. Nein, mach doch nicht die ganzen Assi-Tonnen dahin. Das sieht doch scheiße aus. Hier kommt mein Garten hin. Ey, bitte mach diese scheiß Assi-Tonnen weg. Ich muss die sonst mit dem Hammer wegprügeln. Ich krieg die da nicht weggesäppt mit F3 oder sowas. Ja, dann kommen die zur Fake-Hütte. Hey! Ich wollte die alle hier drüben hinballern. Ich hab die komplett weggesäppt sogar. Warum tust du sowas? Ich wollte die eigentlich aufheben. Upsi. Ich hätte die doch eben weggemacht. So. So. Ja, draußen die Wand sieht aber übelmächtig aus und oben sieht halt noch so Stufe 1 scheiße aus, Alter. Ich hoffe, das Chef hat noch ein bisschen was in seiner Hütte. Ich hoffe, die Leute gehen auch nicht hier an den Strand runter und gehen eher nach oben in die Landesinnere, in die Landesmitte rein, nicht zu uns hier runter. Dass die uns ja nicht besuchen, diese Affen. Die sollen ruhig wegbleiben. Wir brauchen so viel Altmetall und alles. Kein Bock, irgendwie gefickt zu werden. Aber wenn wir einmal die 12.000er Wände haben, das dauert schon, auch wenn die zu dritt sind, so eine 12.000er Wand einzureißen. Ein Elchfleisch fehlt mir. Ein Elchfleisch. Oh, Elchfleisch? Ja. Kannst du ein Elch töten auf dem Weg? Scheiße. Ich hab wieder vergessen zu fressen. Oh. Mein 50 Essen habe ich noch, aber ich will halt unterwegs jetzt nicht verhungern. Ja? Hatte ich jetzt die ganze Zeit irgendeine Sicht an? Nee, jetzt habe ich die Sicht an. Warum sieht das jetzt alles so hell aus hier? Haben wir gerade irgendein Event? Mitten am Tage ist. Ja, das ist übel hell auf einmal so. So, das kommt da rein. Da habe ich einfach, weil ich die Gamma so hochgeschraubt habe. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Das mit dem Hammer ist so heftig. Ich hoffe, die anderen kommen nicht so schnell auf die Idee mit dem Hammer. Weißt du, weil wenn die immer nur zwei abziehen mit ihren scheiß komischen Dingern, die dann instant kaputt gehen, das sollen sie machen. Ich habe aber noch nie jemand da mit Hammer rumrennen sehen. Auch von den drei Leuten nicht. Die hatten auch keinen Hammer dabei. Die hatten alle nur diesen Schraubenschlüssel dabei, ne? Wie spät haben wir das? 6.30 Uhr schon. Fuck, ich muss mich beeilen. Ja, über eine Stunde geht die Folge schon. Ist auch schon krass. Ja, ich muss mich beeilen.
denke, wir brauchen richtig Altmetall jetzt, weil diese Kugeln können wir uns ja herstellen, aber Altmetall nicht. Neben mir ist ein Supply-Signal. Und das ist, naja, das ist da oben, leck mich, ey. Ich hasse das, wenn diese Dinger da oben sind. Wenn wir den Knacken nicht mal geklaut haben und mit der Munition, könnte man ja auch mal hier auf diese Roboter schießen, die da mal so rumstehen. So, das Eisen kommt noch da mit hin, das kommt da noch mit hin. Ja, wir haben so viel Tierhaut. Ja, Tierhaut. Und ich kann nicht schlafen gehen, bis meine scheiß Ding ist auf Tier 3 abgegradet. Das ist meine Festung. Ich grade die noch auf Tier 3 an. Kannst aber löffeln. Denn wenn das dann alles für umsonst, weil ich alles auf Tier 3 abgegradet habe, Junge, dann fresse ich einen Bären, wenn ich alles umsonst gemacht habe. Das wäre lustig, ne? Ja, morgen stehen sie bei uns in der Hütte drin, ne? Warten extra, bis du online kommst. Nur damit du mit eigenen Augen das sehen kannst, wie das abgerissen wird. Da hat sich der ganze Server dann versammelt. Ja! Guck dir die Hütte an. Hast du einen Elch gekillt? Alle ausgeraubt, Alter. Und jeder gibt sich gegenseitig zu. Hast du einen Elch gekillt? Nein. Dann kill mal bitte einen Elch. Warum denn? Weil ich einen Elch brauche. Please. Wenn irgendjemand mich dabei sieht, wie ich hier die Türen einhacke, Alter. Ich bin so gefickt, Alter. Wie lange hast du jetzt noch Zeit? Eine Stunde. Eine Stunde? Ja, dann können wir ja noch eine Folge machen, ne? Dann sage ich erstmal Tschüss. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Und ja. Tschüss. Ich bin so gefickt, wenn mich jetzt jemand sieht. Tschüss. Alter.